Facebooks Europazentrale in Dublin. Nach den Datenskandalen der letzten Zeit will sich der Konzern transparenter zeigen. Aus ganz Europa hat man deshalb ausgewählte Journalisten geladen. Wir sind als einziges deutsches Fernsehteam dabei. Facebook präsentiert sein Lagezentrum für die Europawahl. Hier sitzen Experten aus verschiedenen Bereichen. Diese deutsche Politikwissenschaftlerin beschäftigt sich normalerweise mit Hasskommentaren. Facebook will nicht, dass wir ihren Namen nennen, um sie zu schützen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass gewisse Inhalte in Deutschland vermehrt geteilt werden während der Wahl, kann ich den Kollegen helfen zu verstehen, welchen Kontext diese Inhalte haben. Einblicke in die Funktionsweise der Algorithmen gibt der Konzern nicht. Beim Thema Falschmeldungen verweist Facebook auf externe Faktenchecker, mit denen man europaweit zusammenarbeite, wie das Recherchezentrum Korrektiv in Essen. Hier kennt man typische Muster. Zum Beispiel Politikern falsche Zitate unterzujubeln, etwa EU-Vizekommissionspräsidenten Franz Timmermans beim Thema Migration. Solche Funde werden mit einem Hinweis versehen. Hier zum Beispiel, das war ein falsches Zitat und das haben wir recherchiert und das wird dann hier unten verknüpft angezeigt. Die Verknüpfung sieht jeder, der den Post schon geteilt hat oder teilen will. Neue Regeln hat Facebook bei Wahlwerbung. Wer politische Anzeigen schaltet, kann das nur im eigenen Land und muss sich offiziell registrieren. Das soll ausländische Einflussnahme verhindern. In einer sogenannten Werbebibliothek macht Facebook Informationen über die Anzeigen öffentlich. Teil einer Selbstverpflichtung der großen Internetplattformen. Der Konzern zeigt sich auch offen für gesetzliche Regelungen, zumindest bei Wahlwerbung. Die Regeln für unsere demokratischen Prozesse sollten von demokratisch gewählten Politikern festgelegt werden und die Wahlbehörden sollten sie in den jeweiligen Ländern durchsetzen. Im Bericht aus Berlin sieht die Bundesjustizministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, aber vor allem die Konzerne in der Pflicht. Die Verantwortung liegt bei den Plattformen. Die können sehen, wo läuft hier was schief und die müssen dann auch agieren. Die Parteien erreichen jedenfalls viele potenzielle Wähler über Facebook, das damit Geld verdient. Unklar bleibt, ob und wie effektiv die Plattform fragwürdige Einflussnahme tatsächlich verhindert.